Mit dem Penta-Lineup 2014 erreichte er als erster deutscher Spieler mit seinen Teamkollegen den Major-Legenden-Status. Danach war er 9-mal in Folge Teil des Majors und hat auf höchstem Niveau bei Motorsports für viele Jahre gespielt. Mittlerweile ist er der Anführer der Rische-Bewegung und unter allen CSGO-Profis wahrscheinlich der Spieler, über den am meisten über sein Aussehen gesprochen wird. Ich bin Marc Marake, aka Sorka, und ich habe im 99pod heute Dennis Howell zu Gast. Dennis, wie ist es für einen professionellen CSGO-Spieler, immer nur auf sein Äußeres reduziert zu werden? Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich weiß nicht, woher dieser Ursprung überhaupt kam, aber mein Gott. beschweren tut man sich nicht, aber ja, was soll man dazu groß sagen? Ja, richtig. Ich vertrete heute den guten Kauzi im 99 Podcast. Deswegen bin ich sehr erfreut, dass ich dich direkt als Gast hier habe. Gehen wir mal sogar ein bisschen komplett zurück. Sprechen wir mal ein bisschen über deine Karriere heute. Du hast schon oder warst schon zu CS Source-Zeiten aktiv. Wie hast du so ein bisschen deinen Profi-Einstieg in CSGO dann geschafft? Den CSGO-Einstieg, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mich damals unter anderem mit Alex AR, das war glaube ich noch Ice on You damals, ganz am Anfang, und mit Cedi, und es waren noch Niklas, glaube ich, und noch zwei andere Spieler, ich glaube Kevin und Duke, auf jeden Fall war Alex AR dabei. Da haben wir uns so quasi von der Amateur-Series in die Pro-Series hochgespielt, da habe ich dann eine Season gespielt, habe da relativ gut performt, und dann kam halt bessere Spiele auf mich zu, und dann hat sich einfach irgendwie alles entwickelt und ja, bis es dann irgendwann zu Mousepads kam. Ja, du hast zwischenzeitlich, glaube ich, direkt sogar nach Ice on You hast du mit Andrew Griffins gespielt, damals auch schon mit Speedy. Wie hast du ihn kennengelernt damals? Also ich glaube, vor Andrew Griffins kam noch Wasp. Lustigerweise war da auch Syrson dabei und Tobi. Mhm. Quasi habe ich eigentlich Syrson meine Profikarriere zu verdanken, das wissen viele nicht. Er hat damals, also was heißt die Profikarriere, aber ich war in der EPS, aber um höher zu kommen, wollte ich natürlich mit besseren Spielern spielen. Und das war damals das Team mit Kräuter um Syrson und Tobi, und dann war noch einer, der war noch unklar. Und anfangs war, soweit ich das mitbekommen habe, und ich habe auch nochmal Syrson gefragt, war glaube ich Kräuter um, weil er mich nicht kannte und keiner kannte mich. Ich kannte mich nur Syrson so, wo wir aus Spaß mal zusammen miteinander gespielt haben. Und halt von Ice on You natürlich, aber wir waren eher jetzt nicht so das bekannte Team natürlich. Hat er mich vorgeschlagen, da habe ich mal ein paar Testgames dort gemacht, und Tobi und Kräuter waren dann eigentlich auch dafür. Dann habe ich eine Season dort gespielt, und dann wurden Globe und Speedy auf mich aufmerksam, und dann bin ich zu Enro gewechselt. Ja. Hast du da dann auch Speedy kennengelernt oder kannte sie ihn vorher schon vielleicht einfach durch Gathers oder was auch immer? Ich kannte ihn ein bisschen, ich habe mal ab und zu mit ihm geschrieben, aber noch nicht so gut, und er war dann quasi mit in der Bewegung drin, dass ich zu Enro wechsle. Dazwischen kam ja noch das, ich glaube im Sommer 2013 war das, gab es ja auch eine Zeit lang, wo ich mit Klü, Troubley, Star Force und Struxi spielen sollte. Das wurde dann aber gecancelt, und ich bin dann das Team gelieft, und Nex ist irgendwann dazugekommen. Und dann bin ich zu Enro gegangen, und ja, da habe ich dann quasi Speedy erst richtig kennengelernt, und dann ist daraus eine Freundschaft entstanden, die bis heute hält. Ja, du hattest es eben auch schon angesprochen, wenig später kam dann auch schon Mousepads, deine Zeit da. Aber generell diese Anfangszeit, auch noch vielleicht bei Andrew Griffins oder davor, wie ernst hast du damals CSGO genommen, und auch vielleicht kannst du ein bisschen über andere Teams reden, was du damals so gehört hattest? Also ich hatte, also es war natürlich mein Traum, Profispieler zu werden, schon seit CS Source. Da hat man zu großen Spielern oder zu bekannten Spielern halt aufgeschaut, weiß nicht, JLN damals, falls ihr da was sagt, und Major P und all die Leute, natürlich auch Kräuterhumpen. Bei CSGO hat es dann geklappt. Ich hatte auch den Vorteil, dass CSGO neu rauskam. Viele Alte haben aufgehört, und es war einfach ein komplett neues Spiel. Man konnte sich quasi, wie als hätte fast jeder bei Null angefangen. Natürlich hatten Leute noch Erfahrungen und wussten, was der Teamaspekt angeht, wie man sich verhalten soll und so weiter. Aber so rein vom mechanischen Skill hatte jeder eigentlich bei Null angefangen, und Spieler, die jung waren und da neu lernen konnten und schnell lernen konnten, hatten da vielleicht sogar einen kleinen Vorteil, wie ich damals. Und ja, ich hatte mir aber nicht im Traum vorstellen können, dass ich dann wirklich irgendwann mal Profi spiele und dass ich jetzt Vollzeit spiele wie jetzt. Das konnte ich mir nie vorstellen, und das war auch nicht wirklich mein Ziel. Also war natürlich schon mein Ziel, aber ich hätte es mir, wie gesagt, nicht vorstellen können. Es war umso schöner, dass es dann geklappt hat. Auch wenn man jetzt mal das vielleicht sogar echt an Stunden festmacht, wie viel wurde da trainiert oder generell vielleicht auch wie viele Tage?
ich weiß gar nicht, seit wann Steam die Stunden zählt, aber ich auf jeden Fall auf dem Steam-Profil kann man das ja nachschauen. Bei CSGO habe ich auf jeden Fall über 8000 Stunden, glaube ich. Gut, da kommen natürlich auch noch viele Stunden dazu, wo das Spiel vielleicht mal nur offen war. Effektive Trainingszeit ist das schon eine Menge. Wenn man das auf Tage ausrechnet, ist das schon sehr viel Zeit, aber für mich hat es sich gelohnt, während andere. Man musste natürlich auch Sachen opfern. In meiner Jugend, als Freunde dann vielleicht mal raus sind oder so, hatte ich halt mehr Spaß daran zu spielen oder zu trainieren und mich weiterzuentwickeln. Man muss es halt dann differenzieren. Das eine blieb vielleicht ein bisschen auf der Strecke, so der soziale Aspekt. Manchmal musste nicht, aber ich wollte es. Ich habe natürlich trotzdem noch was mit Freunden und so weiter unternommen. Ich habe auch ganz früher noch Fußball gespielt. Aber ich habe natürlich auch sehr viel gespielt. Das waren meinen Eltern natürlich am Anfang nicht so recht. Ich habe auch eine bestimmte Zeit gesetzt bekommen, wie lange ich spielen darf und wann ich spielen darf. Und natürlich ging die Schule auch vor. Aber ja, es ist schon eine Menge Zeit, die ich investieren musste und auch noch investieren werde und quasi investiere noch. Du hast gerade schon angesprochen, Stichwort Schule. 2014 hattest du eigentlich, glaube ich, so richtig deinen Durchbruch, dann noch mit Pentasports. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hattest du nämlich auch noch studiert. Gab es da jemals den Gedanken, vielleicht irgendwie doch zu sagen, okay, ich glaube, Studium ist mir wichtiger vielleicht. Gab es irgendwann mal solche Gedanken? Also ich habe Ende 2013 Abitur gemacht, dann wollte ich zuerst studieren, aber ich wusste noch nicht genau so, was ich machen will und habe auch noch abgewartet, wie es mit CSGO wird. Da war das ja auch zu der Zeit, wo dann danach meine ersten Finals kamen mit Enro. Habe mich dann in ein Studium eingeschrieben, habe das aber nicht so oft besucht, ehrlich gesagt. Ja, dann hat das auch irgendwann dann mit Penta angefangen. Und ich, das Studieren wollte ich dann erstmal nicht. Es kam dann noch zu einer Ausbildung. Im August 2014 habe ich eine Ausbildung in der Versicherungsbranche angefangen. Die habe ich dann später für Mousesports abgebrochen, nach einem halben Jahr ungefähr. Und ja, das war quasi auch damals mit Penta, zu 2014 haben wir dann Top 8 erreicht, da habe ich mir von der Arbeit freigenommen. Ich habe denen das alles erklärt und wie das so ist und konnte sich natürlich keiner was drunter vorstellen, was das ist und ja, was ich da mache. Aber ich habe dann quasi so ein Resümee geschrieben und auch vorher so ein paar Infos rausgesucht und das dann überhändigt. Und ja, das wurde mir dann erlaubt und dann zum Katowice Major wurde es mir wieder erlaubt und lustigerweise hatte ich eigentlich vor, also es war in meinem Kopf, dass falls wir nicht wieder Top 8 schaffen bei dem Katowice Major, es war da auch schon klar, dass Mousesports schon Interesse an Next BD mir hatte, zusammen mit Chris, Jay und Gob, war es schon in meinem Kopf, falls wir nicht Top 8 kommen und ich mir dann nicht selbst beweisen kann, dass ich das Potenzial habe, mehr zu erreichen oder im internationalen Vergleich wenigstens mithalten kann, hätte ich wahrscheinlich eher die Ausbildung weitergemacht und so ist es dann quasi dazu gekommen, dass ich mich erstmal für CSGO entschieden habe. Leute werden vielleicht denken, dass es vielleicht keine schlaue Entscheidung war, aber ich wollte die Möglichkeit damals einfach ergreifen und ich bereue es bis heute nicht, was ich erlebt habe und was es mir auch im sozialen Aspekt, also auch wie man sich artikuliert und all diese Interviews und so weiter, wie man sich verhält, auch in einem Teamaspekt, das wird mir später in einem richtigen Beruf auch mal sehr viel bringen. Ja, einfach wie man auf der Arbeit ist, quasi fast auch immer ein Team und Teamarbeit, Mitarbeit und wie man die Hilfe anbietet und so weiter. Also es sind sehr viele Aspekte auch in einem CS-Team, was sich Leute nicht vorstellen können, was einem im richtigen Leben auch weiterhelfen, auch was Selbstbewusstsein und so weiter angeht. Also es ist schon enorm. Scheint so, als wenn du dich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt hättest. Hast du auch schon Gedanken gehabt, was du vielleicht nach deiner Karriere machen willst? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich will auf jeden Fall nach meiner Karriere. Also ich wäre natürlich glücklich, wenn E-Sport sich so krass entwickelt, dass ich natürlich in dieser Branche bleiben kann oder vielleicht sogar noch sehr lange als Spieler, dass sich das rentiert, dass man, ja vielleicht nicht auf Bundesliga-Level, aber dass man auch auf einem hohen Level, auch was natürlich die Bezahlung angeht, dass das so weitergeht. Ansonsten muss man sich halt irgendwann ehrlich gesagt eine Altersgrenze setzen. Ich meine, wenn ich jetzt mit 26 anfangen würde, ich bin jetzt 24, werde dieses Jahr 25, wenn ich jetzt mit 27 anfangen würde zu studieren, mit 32 zu studieren, wird das trotzdem irgendwann schwierig, in das normale Arbeitsleben anzusteigen. Aber ja, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, die so nicht fest ist, weil ich mich erstmal auf das konzentrieren will, aber ich habe auf jeden Fall vor, danach noch zu studieren, falls ich nicht in dieser Branche bleiben kann. Aber es wäre natürlich mein Wunsch, in dieser Branche zu bleiben, so lange wie möglich. Wir hatten gerade schon über deine Major-Erfolge gesprochen. Hast du irgendeins von den beiden Top 8 quasi Qualifikationen, hast du da irgendeins positiver in Erinnerung und würdest du sagen, das sind eigentlich so auch schon deine größten Erfolge gewesen? Die größten Erfolge nicht unbedingt, aber das, was mich mit am meisten geprägt hat und mit am meisten gefreut hat, weil 2014, damals waren noch die
der Prozess, sich zu qualifizieren, da haben wir, ich glaube, gegen Hellraiser, gegen Simple und Dozier und so haben wir, ich glaube, ein Online-Spiel oder zwei gewonnen, mussten durch den Open Qualifier, da waren für das Major qualifiziert. Heutzutage musst du ja durch Open Online, Closed Qualifier Online, dann das Minor und so weiter und qualifizieren nicht nur zwei Teams. Da haben wir das irgendwie geschafft, haben uns natürlich riesig gefreut, da sind wir da hingefahren, hatten nicht wirklich Erwartungen. Da wurde damals ja noch Titan gebannt aufgrund von Kuli, der da wegen Cheatens gebannt wurde. Hat unsere Chancen natürlich noch erweitert. Und das war einfach ein krasses Gefühl. Wir haben zuerst gegen Deakintas gespielt, das war Device damals und KGB und so. Ja, da haben wir nicht viele Chancen gehabt. Wir haben auch Nuke gespielt, das war wahrscheinlich das Dümmste, was wir machen können. Aber das hatte keiner von uns geplant. Wir waren einfach so ein neues Team und wir dachten einfach, wir spielen so, worauf wir Lust haben. Danach haben wir dann gegen Kopenhagen Wolves, das war Pimp, Glaive, Cadian, Kierbei und noch einer, gegen die haben wir gewonnen, auf das 2, das weiß ich noch. Und dann haben wir dieses Match gegen Albert Power gehabt, das wurde auch noch von den guten Knochen damals gecastet. Das ist einfach so eine Erinnerung, die bleibt für immer. Wir haben die erste Hälfte 13-2 verloren und es ist, selbst wenn man noch daran glauben will, dass es jetzt noch klappt und so weiter, hat man trotzdem irgendwie schon ein bisschen abgeschlossen, aber dann hat man irgendwie so die erste Runde gewonnen, die dritte Runde gewonnen, die vierte Runde und dann irgendwann haben wir uns in so einen Rausch gespielt und dann haben wir einfach noch 14-1 so das Comeback geschafft gegen Albert Power war das damals, gegen Skadoodle und all die Leute und Swag. Das war ein richtig gutes Team eigentlich. Ja. Haben wir das irgendwie geschafft und das war einfach so ein krasses Gefühl, auch dann zu sehen, so wie die deutschen Fans auf dem Stream reagiert haben. Und so. Davor hat es jahrelang Mousepots versucht und die waren so am wahrscheinlichsten, dass sie es schaffen werden und dann kommen einfach so ein paar junge Spieler, die gut Crystal kannte man, Felix kannte man, auch Source. Da kommen einfach so Dennis, Speedy und Robson und so, die keiner kannte und keiner auf dem Schirm hatte und die schaffen dann einfach so Top 8. Und dann haben wir es bewiesen, dass wir es wieder schaffen können, Katowice. Und ja, das war einfach ein geiles Gefühl. Aber so die Erfolge, wenn man sie in Relation setzt, waren so Erfolge wie zum Beispiel das E-League Halbfinale oder so oder auch Erreichen von Playoffs bei Pro League Finals, würde ich die schon ein bisschen höher werten, weil die Majors waren damals noch ein bisschen kleiner und das war auch so eine Zeit, wo ja, man kann sagen, dass sich damals die Leute auf dem Entwicklungsstand X waren. Die haben sich alle weiterentwickelt, wir auch. Manche sagen ja immer, dass es damals vielleicht einfacher war oder dass die Spieler noch nicht so breit waren, aber man selber war ja auch noch nicht so breit, wie man vielleicht jetzt ist. Von daher muss man das immer so ein bisschen differenzieren. Und ja, ich sehe den Erfolg trotzdem als wahren Erfolg an. Ich will jetzt nicht irgendwie schlecht reden, dass das 2014 war und das lange her ist und so. Aber allgemein auch so vom Prestige. Ja, E-League, ich weiß nicht. Ist trotzdem, meiner Meinung nach, setze ich das ein bisschen höher an, dass wir das damals erreicht haben. Auch gegen was für Teams wir dann gewonnen haben, weil wir auch dann ein paar Best of 3s und so gewonnen haben. Das war dann schon für mich höher, aber das schönste Erlebnis waren auf jeden Fall die zwei Top 8s, glaube ich, weil damit hat auch quasi meine Karriere angefangen. Deshalb habe ich das am meisten in Erinnerung noch. Okay, du hast damals so in Interviews oder sowas auch schon eigentlich recht erwachsen gewirkt, würde ich sagen. Siehst du das auch so? Da gibt es vielleicht auch irgendwie Momente, vor allem in dieser Zeit, wo du gedacht hast oder wo du irgendwas bereut hast oder so? Also bereuen, was ich in Interviews gesagt habe oder was ich so ab 2014 jetzt, wie ich mich verhalten habe, also ich bereue da eigentlich nichts, was CSGO betrifft. Ja, ich habe in Interviews immer versucht, objektiv zu bleiben und meine Meinung einfach zu sagen und einfach offen und ehrlich zu sein, was das Team angeht. Ich denke, das habe ich meistens auch geschafft und ja, dem will ich eigentlich auch treu bleiben. Okay, du hast auch generell in deiner Karriere immer wieder vor allem auch so deutsche Talente oder so ein bisschen in Verantwortung genommen, würde ich das mal so sagen. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen besser geworden ist? Weil früher hast du schon teilweise ja immer mal wieder die Talente, die so hochgekommen sind, kritisiert. Auch, ich glaube, du hast das ganz gut gesagt, so mit ein bisschen Generation, wenn du damals mit Gob gesprochen hast, wie die quasi an CSGO herangegangen sind. Da war das für dich eine komplett andere Welt, auch schon mit deiner Generation, aber vor allem dann auch die Generation, in Anführungsstrichen, die danach kam. Hat sich das irgendwie verändert in deinen Augen heutzutage? Also ich glaube auch, als wir noch so die kleineren Spieler, sage ich jetzt mal, waren, diese Generation, die damals so quasi die Machtstellung in Deutschland hatte, das waren so Trouble, Klü, Stavros, Stuxi, diese Spieler halt, hatten so eine Mentalität auch an junge Spieler, habe ich mir auch mal mit Tobi unterhalten, haben so eine Mentalität an junge Spieler herangeführt, die ach was, wir brauchen jetzt nicht zu trainieren, wir sind eh gut und wir brauchen keine Demos gucken, bla bla. Wenn man das Gob gegenübersetzt, zum Beispiel, der damals halt nicht gespielt hat, erst dann kam wieder, so zu der Zeit, wo wir, ich glaube, wir waren sein erstes richtiges Team wieder, oder davor hat er kurz mit Nico noch gespielt und dieses, mit Tabs noch dieses Lineup und Legia. Mhm. Aber so 2014 fing erst an und davor waren es halt diese Leute und die jungen Spieler haben bisher halt Beispiele an denen genommen.
wie sie sich verhalten sollen oder was sie machen sollen. Heutzutage ist das anders. So Faven zum Beispiel, wenn man jetzt mal Faven nimmt, der denkt da auch ganz anders und Gob hat es uns auch anders beigebracht, wie man, ist einfach so eine andere Denkweise, wie man das Spiel sieht und wie man an bestimmte Sachen herangehen soll und die sich erarbeitet quasi. Also es hat auf jeden Fall diese Zeit bei Gob sehr viel gebracht und ja, damals war das einfach, gab es so bestimmte Spieler, die haben es einfach nur so aus Spaß gemacht, mit denen konnte man halt nicht wirklich dann was erreichen. Von daher waren die eher nicht so geeignet und deswegen habe ich da auch manche, ich habe jetzt nicht bestimmte Spieler kritisiert, aber so allgemein, wie einfach diese Mentalität noch war, waren die eher nicht zu gebrauchen, sage ich jetzt mal. Okay, wie hat Gob ansonsten noch so deine Karriere beeinflusst? Was wäre auch schon in deiner Karriere generell eine ziemlich wichtige Phase, noch so ein bisschen recht am Anfang, so nach Penta? Also bei Penta habe ich relativ frei gespielt und habe eigentlich so gemacht, was ich wollte. Das hat mir vielleicht in erster Zeit mal besser, lag mir besser. Als ich zu Gob kam, musste ich sehr strukturiert spielen. Manche Spieler kommen drauf klar, manche nicht. Ist dann auch natürlich eine Frage. Wir haben als Team gut gespielt. Es gab jetzt natürlich Spieler wie Next, die haben damals herausgestochen und natürlich auch Chris Jay und dann später Nico, weil die einfach alle Freiheiten in diesem System hatten. Nur für mich war es dann einfach eher wichtiger, dass ich für das Team gut spiele und meine Mitspieler wussten das auch, aber die Community wusste es manchmal nicht und man muss halt darauf klarkommen, wenn man wegen schlechten Stats oder sonst was kritisiert wird. Man darf das nicht zu sehr an sich heranlassen oder damit stand damals auch noch sehr in der Kritik von Torin zum Beispiel. Das war anfangs war das auch noch ungewohnt für einen, wenn man da nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Mittlerweile sehe ich ihn nur noch als Entertainer an. Ich nehme ihn gar nicht mehr so richtig ernst oder ich denke auch nicht, dass er so viel Plan hat vom Spiel, wie er sich manchmal verkauft. Ich denke, er hat sogar ziemlich wenig Plan. Er ist eher so, was Historie angeht und so weiter, sehr gut. Und ja, aber ansonsten hat Gob mir halt in dem Sinne geholfen, dass er mir halt gezeigt hat, wie ich mich auch in einem Team verhalten soll oder worauf man achten soll, wie man sich verbessert, wie man bestimmte Gegner analysiert, wie man auch diese Mentalität, dass man keine Angst haben muss vor irgendeinem, sagen wir damals NiP oder so, oder damals Cloud9. Wir waren ja sogar das erste Team, wir haben das Team erstellt. Da haben wir Gfinity-Turnier gespielt gegen Virtus Pro und so aus. War auch ein sehr gutes Team. Da haben wir Best of 3s gewonnen. Der hat uns einfach klar gemacht, dass wir keine Angst haben müssen, irgendwie gegen solche Leute zu spielen, die so erfahren sind und die schon alles gewonnen haben. Und Cloud9, damals, als sie diesen Summer Run da hatten 2015 und alles gewonnen haben, waren wir das erste Team, glaube ich, das sie dann mal wieder aus dem Turnier rausgeworfen hat, damals bei den Sebo Finals. Und ja, das hat er eigentlich so am meisten auch rübergebracht und einfach natürlich das Spiel ganz neu erklärt. Musste natürlich dann individuelle Performance auch teilweise einbüßen, weil ich nicht mehr das machen konnte, nicht mehr nur das machen konnte, was ich wollte. Aber es ist auch einfach eine andere Situation gewesen. Damals haben wir vielleicht mal ein paar Best of 1 gewonnen. Best of 3 hatten wir aber keine Chance mit Penta zum Beispiel. Mit Gob konnten wir das dann gewinnen, weil ja, bei uns war es halt quasi auch davon abhängig, ob ich performe oder ob Speedy dann performt. Bei Penta dann, bei dem zweiten Penta-Version dann auch Next und Troubling natürlich. Da hatten wir mehr Firepower drin als zuvor. Aber das war eher so ein Random-System, würde ich jetzt mal nennen. Bei Gob hatten wir so ein wirkliches System, wo wir auch zurückgreifen konnten, wenn einer mal oder wenn die Spieler einen schlechten Tag hatten, dass man einfach als Team dann gewinnt. Und das kann er schon sehr gut. Also er ist ein richtiger Leader. Okay, zu der Zeit kam eigentlich auch schon recht schnell Nico dann ins Line-Up. Erst, glaube ich, für eine kurze Zeit, dann war er einmal inaktiv und ist dann wieder Vollzeit sozusagen ins Team gekommen. Hattest du da auch direkt im Gefühl, okay, das wird mal ein Superstar quasi? Er wurde ja damals quasi für uns gebancht. Wenn man das heutzutage so sagen würde, ist schon witzig, aber ja, er wurde quasi für Next Speed und mich gebancht. Die drei, Tapsen, Legia und Nico. Ich mochte das deutsche Team eigentlich, wir haben eigentlich auch gute Ergebnisse gehabt, bis auf das Major, wo wir dann, ja, das hatte seine Gründe, da haben wir es in der Vorbereitung, glaube ich, etwas übertrieben. Wir haben uns, glaube ich, zu viel Gedanken gemacht und konnten uns gar nicht mehr so richtig auf unser Spiel konzentrieren. Ich denke, wenn dieses Lineup zusammengeblieben wäre, hätten wir auch noch einige Erfolge feiern können und hätten uns sehr stark verbessern können. Dann wurde Speedy aber gebancht und dann kam Nico rein. Es war natürlich schon krass. Ich glaube, einer seiner ersten Spiele war sogar, da haben wir gegen Dignitas gespielt, das war irgendwie so ein Best of 5. Das war, glaube ich, bis heute eins seiner besten Spiele. Der hat auf 5 Maps irgendwie, einer von uns hatte der Zweitbeste, glaube ich, plus 9 und Nico hat so auf diesen 5 Maps plus 60 oder so gemacht. Also das war völlig krank, was er da gemacht hat. Und wir mussten zwar Englisch sprechen und etwas einbüßen, aber dieses Lineup war, das war auch, wir waren da ziemlich gut. Dieses DreamHack Lush Major damals, das war eigentlich,
Das war peinlich, eine Frechheit, dass wir da ehrlich gesagt nicht weitergekommen sind, wie wir da auch rausgeschieden sind, wie viele unglückliche Situationen wir hatten. Auch damals gab es noch den Problem, es gab zum Beispiel eine Situation, das kann man jetzt immer so sagen, dass, aber ich habe eine Situation auf Mirage, da haben wir gegen das G2-Lineup gespielt, wo dann später ins Halbfinale kam, fast ins Finale, mit Michael Lele, Dennis Fox und diesen Leuten und Rain. Da gab es auf dem Major ein Problem, dass sich irgendwie immer, das war eins der ersten Turniere, wo man, glaube ich, keinen Internetzugriff mehr hatte, wegen Cheats und so weiter. Da fing es nur alles so an und Steam hatte irgendein Problem, dass immer alle 20 Sekunden oder so hatte man so einen kurzen PC-Lag, so einen Freeze, weil die Steam-Cloud versucht hatte, einzugreifen. Und dann hat der PC kurz gefreezen. Aber eine Situation, es war so ein 2-in-1, werde ich bis heute nicht vergessen, von Next und Gob. Fox springt Jungle durch die Mirage durch die Jungle-Smoke zu Next. In dem Moment lag sein PC, das ist so ein Frag, den Next 100 von 100 mal machen würde. Und das war so eine Runde, hätten wir die gewonnen, hätten wir Mirage gewonnen. Die nächste Map Inferno haben wir 16-7 gewonnen. Dann hätte man Mirage gewonnen. Da gab es noch andere Runden, wie so ein 4-1, das wir verloren haben und Runden, wo, das war völlig krank, was da abging und das hätten wir auf jeden Fall gewinnen müssen und das nächste Turnier war dann auch wieder CEO Finals, da haben wir gegen Teams wie Navi 2-0 gewonnen, damals Luminosity mit Coursera und so schon war das, gegen die haben wir gewonnen, dann gegen Conquest. Ja. Das war dieses spätere Optik-Lineup. Da waren wir dann im Finale, hatten dann keine Chance gegen Virtus.pro, da haben wir einen Fehler gemacht auch. Wir haben Best of 3 gespielt und danach haben wir dann, was vielleicht nicht so schlau war, Pizza gegessen vor dem Finale, muss man ehrlich sagen. Aber wir waren so fertig und wir mussten irgendwas schnell essen, weil es direkt weiterging. Und da hat Lenz uns damals, ich glaube, Sir Scoots war das sogar noch, haben uns Pizzas besorgt und da mussten wir uns die schnell reinziehen. Aber vom Blutzucker her gesehen und sonst was war das jetzt nicht so vorteilhaft. Ja, da waren wir auch völlig down auf die Kommunikation. Das war einfach nicht mehr das Team, das davor gespielt hat. Und das war dann auch das letzte Turnier mit diesem Lineup. Danach wurde dann Gob ausgetauscht gegen Speedy wieder. Nico wollte dann Ingame Leader übernehmen und der Rest ist dann Geschichte, würde ich mal sagen. Also es hat nicht so gut geklappt. Das war dann quasi auch wieder so ein Team, wo entweder Nico hat, muss man sagen, fast schon alleine gewonnen oder wir waren halt verloren, so wie er gecallt hat und was für ein Leader er war. Ja, war ein bisschen schwierig. Wie war Nico generell als Ingame Leader? Also er hatte schon gute Ideen. Das Problem war aber einfach, dass er ein Lurker war. Und so ein Paradebeispiel ist zum Beispiel auf Kobbel, er hat immer B-Plattform gespielt als Terrorist und entweder ist Plattform rausgegangen, hat, sagen wir 50 Sekunden waren noch in der Runde verbleiben und wir waren gerade so am A, die Areas einnehmen und dann plötzlich hört man nur so im Teamspeak, ey Leute, kommt zurück zu B, wir gehen jetzt B und in dem Moment, wo er es aber schon sagt, ist er entweder rausgegangen, hat er entweder alle drei Spieler auf B geholt oder er ist gestorben und wir waren mitten A und B und die Runde war verloren. Wussten dann nicht, was wir machen sollen. Es gab dann eine Zeit lang auch die Idee, Chris J. als Ingame Leader zu machen, aber Nico hat ihn nicht wirklich respektiert in der Rolle damals. Okay. Und später wurde dann Chris Ansager, als Nico raus ist und wie man sieht, klappt das, hat schon damals sehr gut geklappt. Chris war damals, als ich noch bei Mauswurz war, in der Anfangszeit, da war er noch nicht so gut, wie er vermutlich jetzt ist im Ansagen, aber der hat sich schon ziemlich gut entwickelt jetzt und ich glaube, es wäre auch damals, hätten wir diesen Schritt gemacht, wäre es auch gut ausgegangen. Wie siehst du Nico heutzutage? Er hat ja auch teilweise von Kerrigan einmal die Rolle übernommen. Denkst du, das wäre jetzt auch wieder eine Möglichkeit, wenn Adrian das jetzt nicht mehr lange macht? Wie siehst du es heutzutage? Also Nico ist, wie Adrian wird es nicht machen bei FaZe, Nico wird der Ingame Leader sein. Man muss sagen, dass er hat auch damals alles versucht. Er ist ein guter Teammate und hat auch sehr viele Demos geguckt. Und so. Es ist jetzt nicht so, dass er es auf die leichte Schulter genommen hat und gesagt hat, ja, call jetzt mal das und das, weil er dachte, dass er eh zu gut ist, sondern er hat sich da wirklich Gedanken gemacht und hat sich Demos angeschaut und versucht, sich zu verbessern im Callen. Aber es gab immer einen Unterschied, wie er im Prag gecallt hat und im offiziellen Spiel dann. Was natürlich kontraproduktiv war, wenn wir dann selbst noch nicht so erfahren waren als Team und dann der Leader plötzlich anders callt, waren wir natürlich auch völlig verloren, wie beim E-League Major damals zum Beispiel. 2017 war das. Da haben wir gegen Liquid damals verloren. Ich glaube 16-4 auf Nuke. Wir haben so oft Nuke gegen die gepragt und Prag haben wir irgendwie so immer so 22-8 oder so gewonnen. Da kamen dann auch die Leute nach dem Match auf uns zu und haben uns gefragt, was los war. Wir hatten das, weil wir so gute Executes hatten im Prag und die perfekten Ansagen kamen und dann plötzlich, als es drauf ankam, haben wir quasi nur noch auf Skill gespielt. Da hat Nico dann mit der Brechstange versucht, irgendwie Runden zu eröffnen, was nicht geklappt hat und solche Sachen eben. Aber ich weiß nicht, wie sie es bei FaZe machen, sind auch natürlich andere Spieler, viel erfahrener als wir, jetzt sind diese Typen, haben auch schon alles gewonnen. Kann sein, dass es klappt, aber wenn er so wie damals macht, wie bei uns, bin ich mir noch unsicher und ich denke, dass das Lineup
in der Konstellation dann noch nicht so lange bestehen wird. Und ich denke, es war auf jeden Fall, ich weiß nicht, was intern bei denen war, ich habe keine Ahnung, aber ich denke, es war auf jeden Fall ein Fehler, Kerrigan auszutauschen, ohne eine wirkliche Option zu haben, der ihn ersetzen kann in dieser Rolle. Okay. Und auch so seine Personalität. Du hast eben schon mal das Thema quasi Cheat Prevention angesprochen. Bei dir war es jetzt ein blödes Beispiel mit dem Lag, den das verursacht hat. Als Außenstehender hat man immer so das Gefühl, wenn solche Themen aufkommen, dass die dann, gibt es einmal so diesen großen Aufschrei, dann gibt es von Tournament-Organisern und so, gibt es dann immer ein Statement von wegen, ja okay, wir machen das jetzt so und so, aber danach hört man nichts mehr. Genauso wie auch mit den Drogentests oder so, die es gab, nachdem Senfis dieses Interview da geführt hatte. Wie ist das als Spieler? Gibt es da immer noch diese Vorkehrungen? Wird da auch teilweise auch noch Sachen angepasst oder so jetzt über die Jahre oder Monate? Also damals gab es so eine Zeit, wo dann, man musste immer Tastatur und Maus abgeben. Das wurde dann von den Tournament-Admins angeblich überprüft. Ich weiß nicht, ob es wirklich überprüft wurde, wir waren da nicht dabei, aber man musste das in so Boxen abgeben. Irgendwann ging dieser Prozess unter, da musste man es irgendwie nicht mehr machen, aber man hatte kein Internet mehr und ich glaube, Valve hat andere Wege gefunden, um etwas zu unterbinden, auf den PC zu bekommen. Bei der Maus wussten wir es natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie auslesen konnten oder so, da habe ich keine Ahnung. Wir haben solche Infos auch nie bekommen. Mhm. Ich glaube, mittlerweile hat auch Isaiah zum Beispiel so ein LAN-Anti-Cheat, wo auch Hardware-Hacks und sowas erkennt, wo, falls irgendwas in die Maus eingebaut ist und so. Drogentests musste ich auch schon einer machen. Das ist bei ESL-Events, glaube ich, heutzutage Standard, sobald die Playoffs-Teams oder heutzutage vielleicht sogar schon alle Teams. Mhm. Damals in Dallas war das die Dallas Finals 2017 war es das erste Mal, wo ich es machen musste. Da wurde es, glaube ich, es war schon ein bisschen früher, aber wir haben auf ESL, wenn es dann keine Playoffs erreicht. Und ESL ist, glaube ich, der einzige Tournament-Organizer, wo es wirklich macht. Das hängt mit dieser ESIG oder irgendwie so. WESA, glaube ich. WESA? Nee, WESA ist was anderes. Das andere ist die eSports Integrity. ESIG heißt das, glaube ich. Da kann man auch. Im Internet gibt es auch so eine Liste, auf was da getestet wird und so weiter und was erlaubt ist und was nicht. Ja, das ist dann so ein Abstrich, der gemacht werden muss mit Speichel. Und das wird heutzutage immer noch gemacht, wie gesagt. Also so was den Bereich angeht, ist die ESL auf jeden Fall am besten. Auch, ich glaube, ESL hat sich sehr stark verbessert. Ich habe jetzt 2018 keine ESL-Tournaments gespielt, außer die Meisterschaft. Aber was ich so von Chris und von den Big-Leuten und so weiter gehört habe, und ich habe natürlich auch Cologne zum Beispiel besucht und habe das vor Ort dann gesehen, ist schon ziemlich krass, was die mittlerweile machen. Und Cheat Prevention habe ich, wie gesagt, bei den ESL-Events gibt es dieses ESEA-LAN-Anti-Cheat auch, aber ansonsten weiß ich nicht, inwiefern da was überprüft wird oder so. Ich denke nicht, dass momentan jemand cheatet oder so, ehrlich gesagt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber man weiß es natürlich nie. Du hast eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie du quasi so mit Kritik umgegangen bist. Bei Maus hast du eigentlich auch mit ziemlich vielen Charakteren gespielt, würde ich sagen. Vor allem Gob natürlich kann dir mal sagen, wo es lang geht. Ich glaube, Chris genauso gut. Mhm. Ich glaube, Nico ist auch bekannt durch seinen infamous Shut Up bei der E-League oder so. Gibt es irgendwas, was den sonst immer so gelassenen, vielleicht auch stoischen Dennis aus der Fassung bringen kann? Das mit diesem Shut-Up damals bei E-League, das wissen auch viele Leute nicht. Ich glaube, Chris hat es irgendwann mal auf dem Stream erklärt, aber das war eigentlich, Chris und ich haben über irgendwas von der Runde davor noch diskutiert. Mhm. Das hört man aber im Stream nicht. Meine Stimme hört man auch im Stream nicht. Man hört nur Nico und Chris. Man hört dann quasi Chris reden. Er hat quasi mit mir eigentlich geredet und da hört man Nico nur Dingens im Hintergrund mit Shut-Up und so weiter. Aber hat das aber eigentlich quasi nur gesagt, dass wir jetzt ruhig sein sollen, weil er jetzt was callen wollte und es eine neue Runde ist. Also es war nicht so, wie es da oder wie es auf dem Video aussieht, dass Chris irgendwas zu Nico sagt und er sagt einfach zu ihm Shut-Up oder so. Sondern es war anders. Aber ja, Gob, vor allem Gob konnte schon sehr harsche Kritik üben, würde ich sagen. Aber es war nicht mal unbedingt schlecht. Man muss natürlich drauf klarkommen. Letzter Beispiel, der zum Beispiel nicht drauf klarkommt, jetzt drauf klarkam, war Lacker. Der war da ziemlich anfällig. Man muss immer dann wissen, wie man mit den Leuten arbeitet und dieser Weg ist nicht immer der beste Weg. Mir hat es damals jetzt nichts ausgemacht, aber ich glaube, mittlerweile sucht Big sich auch die Spieler nur noch danach aus, auch ob die mental stark sind und ob die sowas abhaben können, ob die Kritik auch mal vertragen können, weil das ist auch normal. Das wird es auch in jedem anderen Beruf geben und keine Ahnung, in jedem Sport, den man macht, wird man mal kritisiert werden, auch mal stärker kritisiert werden. Von daher muss bis zu einer bestimmten Grenze ist das gesund und sollte auch so sein. Und Chris war natürlich auch, weil Chris war es oft, dass er ein Hitzkopf war und dann direkt Tilt war, wenn irgendwas nicht so war, wie er das wollte, aber da hat er sich mittlerweile, glaube ich, auch geändert. Ab und zu ist es, glaube ich, noch, das kriegt man nie so raus. Ich bin selbst auch so.
ist ja auch nicht immer was Schlimmes. Es zeigt auch einfach, dass man unbedingt gewinnen will. Und ja, es kommt dann auch auf die Art an und ob man da ziemlich schnell wieder resetten kann. Bei Chris zum Beispiel, früher war das, glaube ich, wenn sowas vorkam, dann war das Match quasi fast schon für ihn gelaufen. Aber heutzutage kann er da, glaube ich, innerhalb von einer Runde oder zwei resetten und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Und bei mir ist es genauso. Das habe ich auch gelernt über die Zeit. Okay, wie gehst du mit Drucksituationen um? Viele Spieler werden da ja wirklich in solchen Momenten immer noch besser. Die wollen diesen Druck haben. Wie ist das bei dir? Also ich war damals auch bei Mousesports, als wir so unter Kritik standen und auch so quasi im Spotlight standen wegen Nico, weil die ganze Welt hat halt auf den geguckt, die ganze CSGO-Welt. War man schon nervös, wenn man immer auf der Bühne gespielt hat und man wusste, dass man vielleicht nicht so gerade auf dem Höhepunkt seiner mechanischen Skills ist. Da war ich schon nervös, aber eigentlich so ab Nico raus war, habe ich auch mal so ein paar Positionen bekommen, die mir besser lagen, Position von Nico übernommen. Habe mich damals meiner Meinung nach auch stark verbessert in diesem Maus-Lineup, als Nico raus war und Robs dazu kam. Habe da eigentlich relativ gut gespielt, wurde dann ausgetauscht, aber diesen Trend habe ich eigentlich weiter fortgesetzt. Und ich bin mittlerweile eigentlich gar nicht mehr nervös. Jetzt habe ich natürlich auch einen anderen Stand im Team. Damals war es auch, dass man natürlich noch so Sorgen hatte, ob man ausgetauscht wird und wie die Spieler und solche Sachen eben. Aber mittlerweile macht mir das eigentlich gar nichts mehr aus. Wir hatten eben auch schon mal über Chris J gesprochen. Hättest du erwartet, dass er jetzt quasi nochmal so 2017, 2018 nochmal so wirklich richtig aufblüht? Hast du das kommen sehen quasi, dass er wirklich dieses Potenzial halt hat? Dieses Potenzial hat er schon immer. Er ist ein ziemlich guter Spieler. Das war ja damals, ist doch lustigerweise, ist auch eigentlich wäre er gar nicht mehr in dem Team drin gewesen, weil er wurde ja eigentlich ausgetauscht. Mhm. Nico hat ihn ja damals, oder wir wollten ihn austauschen. Da kam Oscar wieder rein. Und dann hat ja Nico kurz darauf das Angebot von Face bekommen, da kam Chris wieder rein und der wurde dann zum Ingame-Leader gemacht. Speedy hat sich dann irgendwann entschieden zu gehen, dass er das momentan zu dieser Zeit nicht mehr wollte. Im April war das, glaube ich, 2017. Da hat er sich immer besser weiterentwickelt und immer besser gespielt. Ich glaube, diese Zeit, wo er auf der Bank war, hat ihm auch einfach nochmal eine andere Perspektive gegeben, wie er die Sache anzugehen hat. Und wie viel Zeit er reinstecken soll und so. Also er hat immer viel Zeit reingesteckt, aber vielleicht effektiver oder so, ich weiß nicht. Das ist jetzt so Spekulation, was ich sage, aber ich habe es ihm immer gegönnt. Chris ist mit der beste Teammate wahrscheinlich, den ich hatte. Und es hat mich schon gefreut. Anfangs, als sie Lowell und mich ausgetauscht haben, haben sie ja, glaube ich, 2-3 Turniere gehabt, wo sie noch ziemlich schlecht waren. Ich glaube, da sind sie überall in der Gruppenphase ausgeschieden. Und dann ab Mykonos, glaube ich, das haben sie dann gewonnen. Da ging es dann bergauf bei ihnen. Natürlich hätte man sich gewünscht, da noch beim Mousesports zu sein und es selbst zu machen, aber ich habe mich trotzdem für meine alten Mates da gefreut. Was meinst du mit Chris J? War wahrscheinlich der beste Mate, den du je hattest und wie ist auch so generell dein Verhältnis zu ihm? Er ist immer noch ein sehr guter Freund von mir und wir haben auch noch regelmäßig Kontakt. Er ist einfach so ein offener Mensch, sympathischer Mensch. Man muss ihn einfach wegen seiner Art mögen. Er ist einfach offen, er war immer hilfsbereit und er hat immer alles dafür gegeben, dass sich auch jeder wohlfühlt und er wollte immer gewinnen und er war einfach so, auch außerhalb des Spiels konnte man mit ihm Sachen unternehmen, er war ein richtig guter Freund, sehr witzig. Diese Truppe, die wir damals hatten, das war schon was Besonderes, auch mit Lenz, als wir den noch als Manager hatten, das war schon immer lustig, wir haben da sehr viele Geschichten erlebt, die ich wahrscheinlich für immer behalten werde und das waren einfach alles gute Mates eigentlich. Apropos, ich habe noch eine Community-Frage erhalten. Nämlich gibt es ja bestimmt auch immer mal ein paar Probleme, wenn man die ganze Zeit so viel reisen muss und so. Wie oft hat denn Nico seinen Flug verpasst während der Zeit beim Mousesports? Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich weiß nur eine Situation, das war in Las Vegas. Da hat er den Flug verpasst, das war, ja, diese Story werde ich jetzt nicht erzählen, aber wir haben quasi versucht, ihn im Hotelzimmer wach zu kriegen, aber es war nicht mehr so möglich und Lowell musste dann weg, Speed und ich mussten später auch noch weg und ja, dann hat er noch eine extra Nacht in Vegas verbracht. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es nochmal vorgekommen ist. Also danach war er bei Face nach Vegas. Davor, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube, Chris war auch so ein Kandidat, der das Potenzial hatte, sowas zu verpassen. Mhm. Aber ansonsten, vielleicht ist es mal nochmal einmal vorgekommen, aber ja, das muss man sich einfach einplanen. Dann. Also das kann nicht passieren oder sollte nicht passieren. Von daher. Darfst du heutzutage immer noch bei Lenz parken oder war das nur für die Zeit, als er dein Manager war? Wenn ich ihn frage, darf ich es immer noch, aber
Momentan parke ich eher in Parkhäuser. Damals, als er mein Manager war, haben wir eigentlich immer bei ihm geparkt. Da sind wir noch was Döner essen gegangen, bevor wir zum Flughafen sind. Das war eigentlich auch immer ganz cool. Aber ich habe noch letztens, wann war das? Vor kurzem sogar, habe ich auch nochmal bei ihm geparkt. Ich glaube, das war sogar Ende letzten Jahres, als wir... Boah, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht so lange her. Ja, mit Lenz bin ich natürlich auch noch sehr gut befreundet. Und der hilft einem auch immer, wenn man ein Problem hat. Okay. Du hattest gerade auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Chris J jetzt auch in der letzten Zeit immer noch, oder 2017 oder so, noch sehr viel gelernt hat, auch aus dieser Zeit, wo er gebencht wurde. Das ist eigentlich immer so eine Sache, die sich so gefühlt sehr leicht sagt. Also Community, egal ob Analyst oder Spieler selbst, sagen immer sehr gerne, ja, der kann noch lernen oder der mit dem und dem spielt er jetzt zusammen. Du hast jetzt mit Oscar, Gob und Nico wahrscheinlich mit denen... mit talentiertesten oder vielleicht auch klügsten Köpfen quasi so zusammengespielt. Ist das leichter gesagt als getan, zu sagen, ja, der spielt mit dem und dem oder so, der wird von dem viel lernen? Wie ist das als Spieler? Ein kluger Kopf war auch LNBC. Also ich glaube, dass Chris ohne LNBC niemals nur auch nur ansatzweise so gut, was das Ansagen angeht, so gut geworden wäre. Er hat uns auch sehr, sehr viel geholfen im Spiel. Ist für mich nach wie vor einer der wichtigsten Männer bei Mousebots. Mhm. Natürlich, wenn man... Man kann es nicht richtig beschreiben, aber wenn man Oscar oder Nico auch mal beim Spielen zusieht oder auch Chris, schnappt man trotzdem irgendwie was auf, wie sie bestimmte Angles pieken oder welches Timing sie nutzen und welche Positionen sie nehmen und so weiter. Also man quasi nur durchs Zuschauen lernt man da schon indirekt so Sachen, die man dann automatisch übernehmen wird, auch wenn einem das vielleicht nicht so bewusst ist. Aber das bringt schon viel, wenn du diesen Leuten dann solche Fragen stellen kannst, falls sie was interessiert, ihre Arbeitsmentalität oder was sie so machen. Oscar zum Beispiel, mit dem habe ich geredet, der hat noch nie in seinem Leben eine Demo geguckt, sondern er hat einfach immer, irgendwann wurde beschlossen, dass er jetzt die AWP sein soll, weil dieses Team, Neophyte oder so war das damals, glaube ich, irgendein tschechisches Team, okay, hat beschlossen, er war eigentlich immer eine Rifle und hat beschlossen, dass sie jetzt eine AWP brauchen, hat er gesagt, ja, macht's. Und hat dann einfach quasi nur so während dem Training hat er sich halt selbst verbessert und von sich selbst gelernt und geguckt, was für sich selbst klappt und hat sich gar nichts von anderen abgeschaut, sondern einfach nur seinen eigenen Stil entwickelt und ja, dass er, wenn er Lust hat und Zeit investieren will, ist er meiner Meinung nach die beste AWP der Welt. Das hast du wahrscheinlich auch sonst noch von keinem Spieler gehört, oder? Dass er komplett autodidaktisch gelernt hat, oder? Nee, habe ich so nicht gehört. Selbst Nico, den habe ich auch gefragt, der hat sich auch öfter was... Also, Nico hat eher Demos angeguckt, was so das Metagame angeht, also was Taktiken und so betreffen. Ich glaube, von seinem eigenen Spiel hat er da jetzt auch nicht viel gemacht, aber das sind natürlich so Ausnahmefälle dann. Für die meisten ist es natürlich besser, sich was anzugucken, was abzugucken von anderen guten Spielern. Die brauchen es ja nicht. Das sind quasi die Trendsetter, wovon sich andere Leute das dann abgucken. Die muss es ja auch geben, so Simple, Nico, Oscar, Device, solche Leute halt. Wobei sich Device auch sehr viel anschaut und nur dadurch gelernt hat, was er in Interviews und so schon gesagt hat. Simple eigentlich auch. Also eigentlich, ich weiß nicht, die erfinden neue Sachen, aber die holen dann auch Sachen, wo sie von anderen lernen können. Aber so Leute wie Oscar, Nico, was das individuelle Spiel betrifft, haben die sich da, glaube ich, nie viel Gedanken drum gemacht, so mit Demos schauen und so weiter. 2017 war dann auch für dich beim Mousebot Schluss. Wenig später ging es dann mit Seed weiter. Aber generell, man sagt immer so gerne, ich sag mir jetzt mal im regulären Jobfeld, sagt man immer ganz gern, dass es wichtig ist, auch zu anderen Unternehmen zu wechseln, weil man einfach viel noch dadurch lernen kann, einfach neue Sachen aufnehmen kann und sowas. Denkst du, das ist in CSGO auch sehr wichtig? Vielleicht nicht nur mit anderen Spielern, wenn man jetzt beim Mousebots, habt ihr ja generell recht viel gewechselt. Aber glaubst du, es ist auch nochmal wichtig, wirklich mit einem komplett anderen Umfeld zu spielen? Also wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich auf jeden Fall bei Mousebots geblieben. Es war natürlich so auch interessant. Ich habe eigentlich schon hohe Erwartungen an die Leute dort gehabt. Weil mit Penta waren die ja jetzt auch nicht schlecht. Crystal kann ich noch von früher. Und da hat man sich schon irgendwie gehofft, dass man irgendwie das von alten Zeiten so ein bisschen wiederholen kann. Hat leider gar nicht geklappt, aber ja... Sollte nicht so sein, aber natürlich ist es gut, wenn man zum Beispiel jetzt so ein richtig krasser Spieler ist, der sich ausruhen kann, quasi, wo man spielt. Es ist natürlich gut, wenn man von verschiedenen Spielern sich in vielen Bereichen weiterentwickeln kann. Nehmen wir jetzt mal so einen Coursera, wenn der jetzt irgendwo zu, was weiß ich, Face oder so gehen würde oder Astralis. Vor allem Astralis würde er vielleicht noch andere Aspekte vom Spiel lernen können. Also es ist schon wichtig, aber bei mir war das ein anderer Fall. Ich wurde ja quasi gezwungen, ein anderes Umfeld zu wechseln, da kann das schon kontraproduktiv sein, weil
eigentlich ist es ja nur logisch, wenn man jetzt bei so einem Team gekickt wird und man nicht gerade Glück hat oder irgendwo anders bei einem gleichwertigen Team was frei ist, dass man erstmal was Schlechteres wieder hat. Sozusagen Schlechteres, also niedrigerem Level. Erstmal. Ja, du hattest gerade auch schon Crystal erwähnt. Wie ist generell auch so deine Beziehung zu ihm jetzt? Also ich kann Crystal eigentlich gut leiden. Außerhalb des Spiels kann er mich wahrscheinlich auch gut leiden. Also weiß eigentlich, wir sind eigentlich Freunde. In-game hatten wir oft Diskussionen und andere Sichtweisen. Das hatte aber das ganze Team damals auch. Und deswegen war es für uns eigentlich... Also ich hatte war damals auch im Gespräch noch mit einem anderen Team. Welchem Team ist egal, aber... eigentlich wollte ich damals nicht mehr bei Seed oder Sprout bleiben. Also quasi wäre es auch damals, auch wenn ich nicht gegangen wäre, wäre Crystal nicht in dem Team geblieben. Weil die anderen Spieler einfach auch nicht mehr mit ihm weiterspielen wollten, sondern sie wollten was Neues haben, neuen Ansager, neuen Leader, so frischen Wind einfach. Und ja, weil es halt öfter auch Diskussionen gab und andere Sichtweisen, war das etwas schwierig geworden dann. Ich meine, das passiert, ist nicht unbedingt was Schlimmes. Passiert in jedem Team. Ich habe da irgendwie keine Vorwürfe an ihn oder so. Es war nicht seine Schuld, es hat einfach so nicht gepasst. Jeder hat was dazu beigetragen, dass es nicht klappt. Und ansonsten kann Kevin gibt sich sehr viel Mühe, Crystal gibt sich sehr viel Mühe, guckt sehr viele Demos, versucht auch, so was auch sehr gut für ihn ist, ist, er versucht auch so auf dem sozialen Feld, also die Leute quasi zu verstehen, um mit den Leuten individuell zu arbeiten und nicht alle so über einen Kamm zu scheren, sondern er guckt halt, wo sind seine Stärken, wo sind die Schwächen. Das kann er ganz gut eigentlich oder versucht er zu machen. Ja, er gibt sich einfach Mühe und ich hoffe, dass jetzt in seinem neuen Team, dass er da wieder Erfolg haben wird. Er hat ja auch mit Imperial eigentlich sehr gut gespielt, leider waren da schwierige Charaktere drin, wo es dann auch am Ende nicht geklappt hat für ihn, hätte mich für ihn gefreut, aber ja, vielleicht klappt es in diesem Team jetzt. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen die Stärken von ihm hervorgehoben. Kannst du dir vorstellen, warum es jetzt bei anderen Teams jetzt nicht geklappt hat? Liegt es wirklich an diesen Charakteren halt? Einfach vor allem, weil er ja in diesen internationalen Mixes jetzt immer oft gespielt hat, wo dann vielleicht auch immer so Talente wie Esperanto oder so, hat man ja auch gehört, dass die beiden so ein bisschen genau, ja. Ich denke, er hat einfach ein Problem, seine Autorität durchzusetzen und sich wirklich durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob das Problem ist einfach, Crystal ist irgendwie 7 Jahre älter als Esperanto und hat sich, so wie, ich weiß es nicht, aber so wie man es gelesen hat, hat Esperanto ihm ein bisschen auf der Nase rumgetanzt, wie man es auf Twitter nachlesen konnte und so weiter. Wenn er einfach diese Fähigkeit hätte, sich da stärker durchzusetzen und mal so energischer zu sein, wäre vieles für ihn, glaube ich, anders gelaufen und hätte er auch mehr Erfolg noch gehabt, glaube ich, weil die anderen Dinge hat eigentlich sonst alles, er kann auch sehr gut spielen. Das war so der Punkt, wo wir als Team auch uns das auffiel, dass ja, der Autoritätspunkt war bei ihm noch nicht so ausgeprägt. Okay, wenn man ehrlich ist, dann ist es wahrscheinlich, oder ist es, du hast es auch gerade schon angesprochen, wäre es gerne bei Maus geblieben, ist schon ein Abstieg gewesen von Mausbots dann zu Seed. War das irgendwie ein schwieriger Wandel für dich? Vorher hast du natürlich die ganze Zeit, du hast IEMs gespielt, dann waren es in Anführungsstrichen nur noch die Meisterschaften oder sowas zum Beispiel. Vorher auch EPL, dann hast du vielleicht gegen ein No-Name-Team in Anführungsstrichen in der MDL verloren. Wie schwierig war das für dich? Natürlich war es schwierig, war auf jeden Fall ein Abstieg, ist ja offensichtlich. Wir haben kein nennenswertes Turnier gespielt mit Seed oder bis zum Minor haben wir eigentlich kein nennenswertes Turnier gespielt. Es war in dem Sinn auch schwierig, mal 3 Jahre lang beim Mauspotzen hatten wir immer auch schon so eine gewisse Koordination untereinander, wie wir spielen wollen und was man gewohnt ist und so weiter. Und dann kommt man plötzlich in ein komplett neues Umfeld und da ist das einfach anders. Die Spieler haben andere Qualitäten und andere Sichtweisen. Das ist dann natürlich auch mal schwierig. Und natürlich war es schwierig. Ich habe so gut wie jedes große Turnier eigentlich mitgespielt. Wir haben uns für fast jedes große Turnier qualifiziert, wenn wir nicht schon eingeladen waren beim Mauspots. Sind dann manchmal nicht so weit gekommen, aber ich war wenigstens bei dem Turnier dabei. Und bei Seed Sprout war ich nicht mal bei dem Turnier dabei, also war das natürlich am Anfang schon für mich schwierig und ich habe mir gedacht, was soll ich jetzt machen? Und ist einfach schwierig, wenn man dann plötzlich diese Turniere nicht mehr spielt, aber sich spielen will. Das hat natürlich dann auch noch extra Frustration hervorgerufen, wo man emotional noch negativer involviert wurde, weil ja, man war einfach frustriert, wenn etwas nicht geklappt hat oder wenn es da an Sache XY lag, die man aber nicht
nicht unbedingt selbst ändern konnte, war das schon frustrierend manchmal, aber mittlerweile, es hat eine Zeit gedauert, bis ich mich damit abfinden musste. Da hat mir auch der Coach, unser Coach Tobi dabei geholfen, aber mittlerweile schaue ich einfach in die Zukunft und ich denke, vor allem jetzt mit dem jetzigen Lineup, werden wir das dieses Jahr auf jeden Fall wieder schaffen, solche Turniere zu spielen. 2017 hatten wir schon gesagt, war es ja bei Mousebots bei dir vorbei. Bisschen oder wenig später wurde ja, glaube ich, auch bei Big gewechselt. Und zu dem Zeitpunkt warst du noch einer der besten deutschen Spieler, kann man ja wahrscheinlich sagen. Liegt es nicht eigentlich auch nahe oder gab es da generell mal Gedanken von dir, vielleicht sogar Gespräche, dass du zu Big gehst? Weil würde ja von als Außenstehender Sinn ergeben, mit Lenz hast du jemanden, den du schon lange kennst, mit Nex und Gob hast du auch schon vorher gespielt. Also es gab die Überlegung auf jeden Fall, auch von mir, ich wollte eigentlich zu Big, das war damals noch, ja, wäre das eigentlich so meine nächste Etappe in meinen Gedanken gewesen. Die wollten es aber damals noch auch noch mit Keith probieren und so weiter. Ich habe mich dann entschieden, dass ich das Team mit Speedy wieder mache und mit Crystal. Hätte ich das vielleicht nicht gemacht, muss nicht unbedingt sein, hätte sein können, dass sie mich dann vielleicht in Erwägung gezogen hätten, als sie dann Keith und wen haben sie noch? Legia, glaube ich. Ja, genau. Legia ausgesagt. Vielleicht wäre ich dann ein Kandidat gewesen, ich weiß es nicht. Da gab es nicht mehr so nahe Gespräche. Ja, also ich hätte es mir schon vorstellen können, aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich eigentlich auch mit meinem Team jetzt zufrieden und ich denke eigentlich momentan nicht eher an Big. Auch weil natürlich, die haben jetzt erst Xantaras bekommen und spielen eigentlich ziemlich gut. Sie haben sich stetig weiter verbessert und sehr gute Ergebnisse gemacht und gibt für sie jetzt eigentlich keinen Grund, glaube ich, zu wechseln momentan. Ja, spielst auch bis heute immer noch mit Speedy zusammen. Mittlerweile könnt ihr, wenn man es mal in CS-Jahre runterbricht, vielleicht sogar Silberhochzeit oder sowas feiern. Kannst du dir überhaupt noch vorstellen, ohne ihn zu spielen? Schwierig, eigentlich nicht. Ich habe schon so viel mit ihm erlebt und er ist eigentlich quasi auch schon so ein richtig enger Freund geworden natürlich, mit dem man einfach auch so Zeit mit... Seine Freunde wohnen im Saarland, ich wohne auch im Saarland und er ist ins Saarland quasi gezogen, wo wir auch so außerhalb des Spiels mal was unternehmen. Kann es mir eigentlich schwer vorstellen, aber wenn es irgendwann so sein sollte und wir getrennte Wege gehen müssen, um unsere Ziele quasi zu verfolgen, dann ist es so, dann ist das aber auf die berufliche Ebene, das wird dann mit der privaten Ebene nichts zu tun haben. Aber so zum jetzigen Zeitpunkt auch, deswegen wollte ich auch unbedingt, dass er jetzt in diese Rolle kommt, weil ich denke, dass ihm das besser liegt und dass ihn das noch sehr viel besser machen wird. Sehe ich keinen Grund oder denke ich nicht, dass wir zeitnah nicht mehr miteinander spielen werden, weil er sich auch sehr verbessert. Ich spiele momentan eigentlich auch relativ gut, könnte noch besser sein, aber ja, bin eigentlich zufrieden mit seiner Leistung, mit seinem Ansagen, was er so macht und wie er das Ganze angeht, bin ich eigentlich sehr zufrieden momentan und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Ja, du bist mittlerweile auch schon seit vielen Jahren in CS:GO und generell auch auf professioneller Ebene tätig sozusagen. Deswegen möchte ich mit dir auch ganz gerne über so allgemeine Entwicklungen im E-Sport sprechen. Vor allem kommen da direkt oder schießen mir da direkt die Coaches im Kopf. Wie siehst du da so die Entwicklung? Du hast mit sogar recht vielen Coaches allein beim Mousebots zusammengearbeitet. Genau, beim Mousebots habe ich mit Kassat, LMBC, ich weiß gar nicht, ob da noch wer war. Ich glaube Carpio ganz kurz stimmt, und Kassat, glaube ich auch. Ja, Carpio, Kassat, LMBC und NK war auch noch da. Stimmt. Mhm. Ja, waren alle unterschiedliche Charaktere. Carpio war eher so on the fly. NK hat sehr viel Wert auf Vorbereitungen gelegt. LMBC war auch eher so der spontane Typ, der aber, natürlich, weil Carpio wusste nicht so viel von dem Spiel, der, muss man ehrlich sagen, schon mehr Plan hatte, wie man ein Game verbessert, wie Carpio. Wenn Carpio sich damit auseinandergesetzt hätte oder wenn er da wirklich Lust drauf gehabt hätte und das Fulltime gemacht hätte, wäre er, glaube ich, ein sehr guter Coach gewesen. Auch vor allem auf mentaler Ebene und so Motivationsebene kann der das, glaube ich, sehr gut. Es hat schon Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Ich habe auch viele Gespräche mit ihm gehabt. Was hat da bei ihm besonders so hervorgestochen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr zusammengearbeitet? Das war auch eher so quasi wie so eine Therapie, kann man das schon vielleicht, ja, das kann man eigentlich schon so nennen. Also man hat sich mal im Teamspeak mit ihm getroffen, hat so geredet, wie man das und das sieht und auch so die Mentalität, wie man gegen manche Gegner spielt und wie man sich vorbereiten soll. Quasi so ein zweiter Gob, der aber noch so eine bisschen andere Art hat, die Sachen anzugehen. Hat einem schon viel geholfen, aber
was so in-game, diese Hard Skills in-game quasi, was Taktik und so weiter angeht, hat er noch nicht so viel Plan gehabt damals, aber so was das Menschliche angeht und allgemein der Teamaspekt, so ein Mental Coach eigentlich, war er schon sehr gut drin. Okay, was auch noch so eine Entwicklung wahrscheinlich war, ist, wie die Spieler in Spielerwechsel auch eingebunden wurden. Hat sich das auch über die Jahre wahrscheinlich viel geändert? Wie war das bei dir jetzt in deiner Karriere, bei Maus und Sprout vor allem? Von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Bei Mausbots hat damals auch das Management wollte da mitreden natürlich. Ist ja auch deren Recht natürlich. Bei Sprout haben bisher eigentlich meistens, oder haben eigentlich nur die Spieler entschieden, wenn wir da wechseln wollen, natürlich hat die Organisation geguckt, ob diese Personalie überhaupt zu uns passt, wie auftreten ist und so weiter, aber da gab es eigentlich relativ wenig Probleme bisher. Bei Mausbots waren es größtenteils auch die Spieler. Geht es meistens immer von den Spielern aus, selten von der Organisation, aber das kommt auch mal vor. Ist dann eher so die Frage, ob diese Personalie wirklich zu der Organisation passt und zu den Zielen und Visionen, die die Organisation hat. Aber meistens geht so ein Wechsel schon von den Spielern aus. Okay, in Deutschland hatten wir jetzt auch so ein bisschen eine Änderung, eben das mit diesen vielen Dänen, so ein bisschen ein anderes Verhältnis quasi in Deutschland war. Würdest du sagen, Dänen passen oder mit denen spielt es sich vielleicht sogar noch ein bisschen besser als mit anderen Nationalitäten? Du hast ja bei Mausbots auch mit vielen unterschiedlichen zusammengespielt. Passt das da vielleicht irgendwie kulturell ein bisschen besser oder vielleicht auch allein von der spielerischen Idee her? Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Bei Mausbots, würde ich sagen, haben wir zum Beispiel mit Lowell oder Nico hatten wir sogar eher noch gleichere Mentalitäten oder gleichere Ziele, als wir jetzt manchmal mit den Dänen hatten. Die hatten schon teilweise krass unterschiedliche Ansichten, wie man auch kommunizieren soll und so. Also was heißt krass, aber sie hatten schon unterschiedliche Ansichten, auch wie man sich zu einem Mate anpassen muss und so weiter in bestimmten Situationen. Vielleicht war das auch nur bei den Spielern so. Das waren die einzigen Dänen, mit denen ich gespielt habe. Aber man kann natürlich trotzdem Sachen von denen lernen. Auch von Cyclone habe ich sehr viel gelernt damals als Ansager, was auch das Spiel angeht. Und quasi seit ihm habe ich mich auch quasi nochmal so einen Schritt weiter gemacht und mich nochmal verbessert. Zu der Zeit haben wir eigentlich auch ganz gut gespielt. Auch so als Team, war eigentlich auch ein guter Leader. Und denen, ich weiß nicht, ob es so viel Unterschied macht, von welcher Nationalität man kommt oder so. Es ist einfach eine Frage, wie man das als Team zusammen angeht. Okay, kommen wir jetzt mal so ein bisschen zum Ende des Interviews. Wenn du jetzt mal so auf die letzten Jahre, Monate zurückblickst, ein bisschen Revue passieren lässt mit Sprout, wie zufrieden bist du mit den Erfolgen oder mit der Zeit jetzt? Also ich würde das gerne zwei Bereiche unterteilen. So von der Entwicklung von Sprout, von der Organisationsseite her bin ich eigentlich sehr zufrieden. Haben sich sehr viele Sachen zum Positiven geändert. Was Planung, Organisation, das war auch ihr erstes von quasi steckt der Case King hinter uns. Das war auch ihr erstes E-Sports, richtiges E-Sports-Team so. Hat sich sehr viel verbessert und die Leute legen sich da hinter den Szenen echt ins Zeug. Auf jeden Fall danke dafür. Und ja, das ist da, von diesem Standpunkt her hat sich eigentlich stetig, seit Sprout gegründet wurde, alles verbessert. Vom Team her bin ich natürlich nicht zufrieden, weil ich habe eigentlich den Anspruch, dass ich diese Turniere spielen will und dass wir uns da auch verbessern, aber immer wenn es drauf ankam bisher mit den alten Lineups, bis auf das Lineup im Sommer 2018 auf dem Minor, da haben wir gegen Nip knapp verloren, da habe ich auch einen schlechten Tag gehabt. Wenn ich keinen schlechten Tag gehabt hätte zum Beispiel, könnte es sein, dass wir auf dem Major gespielt hätten, muss man ehrlich sagen. Da haben wir aber eigentlich auch sehr gut performt, auch davor im Close Qualifier haben wir sehr viel Potenzial gezeigt. Mit den anderen Lineups war ich ehrlich gesagt kaum zufrieden. Mit dem alten Lineup jetzt, als wir Cyclone ausgetauscht haben und Faven reingeholt haben, als Percy Ansager wurde, da haben wir glaube ich von 11 Maps auf LAN eine gewonnen. Also wir sind durch keine Gruppenphase gekommen, wir haben kein Spiel gewonnen, wir haben nur eine einzige Map gewonnen. Haben zwar immer alles knapp verloren, aber davon kann man sich auch nichts kaufen. Kann mir nichts davon kaufen, dass ich auf der Star Series zum Beispiel 16-14 gegen Mausbots verloren habe. Das bringt einem nichts. Verloren ist verloren. Und da hat es einfach immer so ein bisschen in der Mentalität oder wenn es drauf ankam, so ein Teamgeist gefehlt, die das Team dann so quasi über die Ziellinie pusht. Und das war in den anderen Lineups davor mit Zehn und Innocent und Crystal und so war das eigentlich genauso. Da haben wir auch Kopenhagen Games haben wir eigentlich sehr gut gespielt, als es aber dann drauf ankam gegen Imperial, haben wir es wieder alle zusammen vermasselt und ja, das war eigentlich so das größte Problem, was ich am meisten zu kritisieren hätte.
Okay, schauen wir jetzt zum Ende noch ein bisschen in die Zukunft. Angenommen, es ist jetzt Ende 2020, in 2 Jahren. Was möchtest du bis dahin noch erreicht haben als Spieler? Gute Frage. Ich will auf jeden Fall ich habe mal ein Interview gemacht, als ich noch bei Mousesports war, dass ich nicht aufhören werde, bevor ich mal in der Lanxess Arena gespielt habe. Das ist auf jeden Fall so ein sehr großes Ziel von mir, dass ich auf jeden Fall mal das spielen will. Im Rahmen von ESL Cologne, nicht von der Meisterschaft, so ein Match oder so, sondern wirklich von ESL Cologne in den Playoffs. Und ansonsten will ich natürlich wieder die Majors erreichen, Playoffs erreichen und quasi das Beste erreichen, was wir nur können. Turniere gewinnen, falls das möglich sein wird. Und ja, einfach uns auf dem besten Wege als Team zu entwickeln. Okay. Möchtest du deinen Fans da draußen noch irgendwas mitgeben? Ja, die mich so seit dem Anfang kennen, auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, ich habe es mir anfangs nicht vorstellen können, auch so, dass ich jetzt so viele Follower habe oder man wird auch heutzutage auch mal im Saarland werde ich auch mal auf Straßenfesten oder so erkannt. Das freut einen immer wieder und es freut einen dann, wenn die auf einen zukommen, Bilder machen wollen und so weiter. Das gibt man dann gern einfach zurück an die Fans, wenn sie einen so lange unterstützt haben. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr das weitermacht und mich und Sprout und mich unterstützt. Und ja, macht es einfach weiter und ich hoffe, ihr werdet noch fleißig zuschauen. Vielen Dank, dass du da warst. War ein sehr schöner Podcast mit dir. Euch natürlich da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.